Es ist unsere Kirche. St. Björn haben wir sie genannt. Wir hätten sie auch St. Brodak nennen können. Wir wollen damit auch ein kleines bisschen erinnern an den Björn, den Brodak von Levin, der bei uns ein ganz tolles, sehr beliebtes, sehr freundliches, hochgeschätztes Community-Mitglied war und leider frisch verstorben ist vor wenigen Tagen. Und habe ihm mal eine Kirche gebaut. Mehr kann man nicht machen. Man ist irgendwie hilflos in solchen Situationen. Irgendwas müssen wir machen. Ich weiß nicht, wie man seiner Bestürzung Ausdruck geben kann, wenn man sich im Internet trifft, auf Twitch Spiele zeigt. Das ist das, was wir machen können. Macht ihn nicht lebendig, aber zumindest uns gibt es ein kleines bisschen Trost. So. Hier vorne geht's hin mit Rohmaterialien. Ja, das ist klar, es fehlt die ganze Zeit Eisen, daran können wir nichts verändern. Hier ist ein neuer Holzfäller, den wir gebaut haben. Wir wollten ja dafür sorgen, dass noch mehr Kleidung reinkommt und wir gleich noch mehr Menschen befördern können zu Gemeinen. Und wir können natürlich auch noch einen Marktplatz bauen, finde ich. Wir haben einen Marktstand, wir haben zwei Marktecken, einen hier. Hatten wir nicht noch einen dritten hier oben und einen dritten hier unten hingesetzt, ne? Oh, hier können wir noch für ein bisschen Prunk sorgen. Hier können wir die Inns auch ausbauen. Als ein Marktplatz bringt es auch ein wenig Prunk und kostet Stoff. Den hatten wir hier schon ausgebaut. Das ist der zweite, der dritte hier hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch einen hinsetzen, damit die Wege nicht so lange sind. Denn hier sind sehr viele Menschen, die viel brauchen. Das ist vielleicht vor die Kirche hier. Hier sind viele Zierbäume, die müssen wir alle abreißen. Wo ist denn noch Platz? Die Kirche wollten wir abreißen. Die brauchen wir nicht mehr. Hier unten ist der Markt. Und hier schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Fläche schaffen. Dass wir dann nachher noch ein Gebäude hinsetzen können. Wenn keiner drüber geht, dann können wir vielleicht irgendwann hier... Können wir da vielleicht irgendwann wieder ein Wohnhaus hinsetzen. Irgendwo ist ein Weg blockiert, aber wo? Leider wird mir die Anzeige nicht angezeigt. Das ist doof. Ich könnte mir vorstellen, das hängt hier mit dem Abriss der Kirche zusammen. Dass irgendeine Person drumherum in der Kirche steht oder in der Nähe. Das weiß ich jetzt nicht. Diese Kirche bietet für 40 Menschen Platz. Die ja für 40 sind 80 in Summe. Und die Kirche hier für 60. Das heißt 80 plus 60 für 140 Menschen. Wir haben 169. Da müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Die können wir ausbauen.
Was haltet ihr davon? Und nur ein Pendant auf die andere Seite, auf eine ähnliche Weise. Obwohl, das ist so eine rote Farbe, lieber die andere hier. Ja, die ist natürlich sehr groß. Das ist schwer. Also das so hinzustellen, dass es hübsch aussieht, das ist schwer. Oder wir setzen schon noch eine dritte Kirche hier oben hin, wo wir auch gleich ausbauen werden. Aber es ist naheliegender, eigentlich die hier auszubauen, weil es muss ja auch hübsch aussehen. Als Querschiff bei der langen Kirche. Hier oben oder hier unten? Hier oben sind zwei Wege, wenn, dann ginge das nur hier. Das könnten wir machen. Hübsch ist natürlich was anderes, oder? Was meint ihr? So? Oder soll man die ein Stück weiter nach unten ziehen? In echt wäre es vermutlich oben. Wie oben? Da, wo hier oben ist, oder wo? Ganz oben. Meint ihr hier oben? Meint ihr so? So in der Art? Es müsste beim Turm sein. Ja, da kriegen wir es nicht mehr untergebracht. Da hätten wir anders bauen müssen. Wir können höchstens einen nehmen und den als Verlängerung nehmen. Und die noch ein bisschen länger machen. So könnten wir es machen. Alcarbone, hi. Danke fürs Achte. Moffles Müller, danke fürs Cheeren. Real TD, viele liebe Grüße und danke dir fürs 24. Danke auch an Stepa fürs Abo und für die lieben Sätze und an Latotzka. Zweites Mal bei dir. Born Slippy, danke dir. So sieht's komisch aus, so sieht's gut aus. Ja, in die Höhe geht weiter. Die anderen können wir nicht weiter in die Höhe machen, aber die könnten wir, aber die verändert nicht die Raumgröße. Ein bisschen tiefer. So. An der unteren Hälfte des oberen Hauptgebäudes links und rechts im rechten Winkel dran. Meinst du? Na, dann machen wir hier die Wege kaputt. Die sind eigentlich sehr hübsch, ne? Ist egal. Wäre dann halt so. So einen und auf der anderen Seite auch. Ja. Also das weg und... Hier, also wir haben kein Fenster oder so, aber so passt, meint auch unsere Melanie. So. Wenn wir leider einmal müssen wir auf die Fenster ein bisschen aufpassen. Guck mal, das sieht ein bisschen doof aus mit den Fenstern. Das ist ein halbes Fenster zu sehen. Wir gucken, das müssen wir eigentlich ganz zubauen. So. So. So ginge das. Ja? Nickt ihr mir das ab? Okay, so.
Sieht gut aus. Höher. Ich kann mal testweise höher machen. Ja, super, so, ja, sieht gut aus. Gleiche Höhe wie Kirchenschiff. Das ist schwieriger, weil es sind ja zwei Kirchenschiffe. Also ich könnte so hoch machen, aber das finde ich persönlich, das finde ich überwältigend. Und deshalb unterwältigend, so finde ich es schöner. So, und wir lassen es so, ne? Da wird das jetzt einmal gebaut. Ist genehmigt, das freut mich. Kann sein, dass wir noch einmal Stoff brauchen. Freue mich, dass so viele Leute da sind. Liebe Grüße an euch. Wir wollten doch noch einen Marktplatz bauen, damit die nicht so weit rennen müssen. Sollen wir hier die Zierbäume abreißen und hier einen Marktplatz vor die Kirche hinsetzen? Alternative wäre, wir hatten hier den Holzfäller entfernt. Hier könnte man auch einen Markt hinsetzen. Das ist ja so am Rand der Stadt. Hier sind viele Arbeiter drumherum. Ein Marktviertel hier, eines hier oben. Türen müssen wir später machen, wie das sind die. Während des laufenden Umbaus ist schwierig. Was meint ihr? Hier ein Marktplatz. Das nenne ich mal Marktplatz möglicher Standort 1. Das wäre die Variante 1. Variante 2 wäre hier, wenn man in die Richtung ausbauen. Das ist Variante 2. Ja, weiter will ich nicht verkünden. 1 und 2. Links oder rechts? Links oder rechts? Hier links ist ein bisschen Industrie. Aber hier rechts eigentlich würde sich das vielleicht eher anbieten. Hier unten ist einer. Oder wir machen so ein Dreieck. Schaut mal, hier ist ein Marktstand da. Wir machen hier so ein Dreieck. Eher zwei, ne? Hier vorne in die Lücke. Hier will doch sowieso keiner siedeln. Hier ist so eine Straße und wo keiner rein will. Dann packen wir die hier rein. Kommt hier ein Marktplatz hin. Für 4 Waren, 3-mal Lebensmittel, 1-mal Ware. Hoppla. Achso, das Einrasten ist aus. Sieht hübsch aus und bringt auch etwas Prunk. Ist allerdings auch teuer im Unterhalt. Die kann man nachher wieder entfernen, aber dann sieht man schon mal ein bisschen so die Abstände. Drei nach außen hin. Hier davor könnte man noch welche hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das klappte. Warenstände. Das ist schon zu weit weg. Das ginge hier. Den direkt vor die Tür hier. Ja, Abstände nicht zu dicht. Die Leute kommen überall rein, sollte passen, und wir haben auch noch Platz, um im Hintergrund neue Waren demnächst zum Kauf zu bieten. Ein Marktplatz in Rund mit Brunnen in der Mitte wünscht sich unser Kai. Ein Bote ist da. Eine Botin. Er hätte gerne Beeren von uns, die können wir liefern. Was brauchen wir an Einfluss? Nichts kurzfristig. Holen wir uns mal.
das, was wir am wenigsten haben. Hilfe vom König. Ach, bis wir das freigeschaltet haben. Ich mache das ja nochmal voll mit Hilfe fürs Volk. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Wir können auch einen richtigen Marktplatz improvisieren mit einem Platz. Das können wir auch machen. Und hier auf der, aber hier ist dann, ich würde es so mal lassen. Die lasse ich aber weg hier erstmal. Erstmal das andere fertigstellen. Ist es so spät? Jetzt habe ich schon gebaut, Leute. Wann wird denn das hier endlich weggerodert? Wo sind die Handwerker? Holzfällerlager, 3 Leute arbeiten hier. Hier wird gerodet. Ach, ich vermute mal, die Lager sind voll, ne? Lagerplatz voll, überall an allem. Kein Wunder hat es dann. Ja, wir haben keine Lagerkapazität mehr. Dann setzen wir halt so alles hin. Beförderung verfügbar, da kommen sie. Erstmal machen wir alle zu Leibeigenen. Dann könnten wir ganz viele Leute zu Gemeinen machen. Da fehlt es uns etwas an Geld für. Ich gehe mal alle meine Reiner durch. Ich klicke mich einfach hier durch. Wir sortieren die mal nach der Ankunftszeit. Weil je früher die gekommen sind, desto höherstufig sind die vermutlich. So viel wie Geld da ist. Ist mir auch egal, in welchen Häusern die leben. Dann holen wir uns noch die Bären für die Arbeiterschaft. Kommt wieder etwas Geld rein. Und vielleicht haben wir sogar noch Gelegenheit, irgendwas zu verkaufen. Gerade jetzt, wo die Kasse leer ist, dann haben wir mal alle Leute zu Gemeinen gemacht. Gehen in den Handel rein. Wir können verkaufen. Bretter, die haben wir wie Sand am Meer. Steine ebenfalls, Bären wie Sand am Meer, alle die hier. Klamotten, Fisch, Brot. Wir können sogar Werkzeuge verkaufen. Das heißt, wir gehen rein bei dem Handel, bei den Ressourcen und gehen hier einfach nur rein, alles oberhalb dieser Stückzahl verkaufen. Die kaufen nicht die gesamten Mengen, die kaufen nur Teilbeträge. Jeder Händler kann nur 20 oder 30 Stück von dem einkaufen, was wir ihm anbieten. Insofern müssen wir uns keine Sorgen machen, dass plötzlich das Lager leer wäre. Wir könnten sogar die Werkzeuge von denen was verkaufen, wir haben so viele. Stellen wir mittlerweile ja selber her, die haben wir bislang immer importiert. Das sind die Dinge, glaube ich, die alle im Verkauf möglich sind derzeit. Das sollte genug Geld reinspielen, vorausgesetzt, jetzt kommt auch wirklich ein Händler vorbei. In den nächsten 5 Tagen, in denen man noch befördern kann. Wir stocken all dieweil mal die Träger auf. Ah, Wohnhäuser werden ausgebaut. Das geschieht jetzt. Dann warten wir erstmal ab. Geld kommt rein.
In der Mitte, wo sich viele Straßen treffen, hier einen Brunnen bauen, empfiehlt uns. Meinst du den Bereich hier? Den habe ich gerade gesperrt, dass die Straßen wieder verschwinden, Melanie. So, ob jetzt hier Bäume stehen oder nicht, das ist mir egal. Wir weisen hier mal Wohngebiete aus. Stoffproduktion erhöhen, ja, könnten wir machen. Wir haben genug Wolle. Wir könnten noch eine Schneiderei hier dazwischen setzen. Die Idee gefällt mir. Eine Weberei, pardon. Hier könnten wir eine Lücke füllen zum Beispiel. Oder hier könnten wir eine Lücke füllen. Hier werden Wohnhäuser ausgebaut. Hier ginge das, hier links ging es auch. Nee, hier links müssen wir gleich für Gold Platz freihalten. Ich könnte auch das Gebiet hier nehmen, das ist im Augenblick rot gesperrt, das wäre eine Option. Entfernung etwas länger nach hier oben zum Lagerhaus hin allerdings. Ich setze hier unten mal rein. Natürlich dann denken, dass wir die roten Zonen hier wieder entfernen, sonst kann das Teil ja nicht gebaut werden. Oder zumindest nicht genutzt werden. Eine Taverne könnte dahin passen. Ja, das ist eigentlich eine schicke Idee, Altom. Das lassen wir sein. Du hast völlig recht. Genau das machen wir. Das ist eine sehr gute Idee von dir. Da kommt die Weberei doch hier oben hin. Ja, wir können alle befördern noch schnell. Jetzt haben wir keine Leibeigenen mehr und nur noch Gemeine. 10, ich hoffe, da haut keiner ab gleich. Sind die Marktplätze schon fertig? Noch nicht, dann packen wir die Leute mal temporär überall, damit die nicht verschwinden, die frisch Beförderten, die 10 Menschen, rein in die Gebäude, wo keine Arbeitsplätze sind. Die Sammler voll machen ist Quatsch, denn das ist Absicht, dass jeweils ein Platz offen war, weil die Bären, sonst gibt es immer eine andere Meldung, Bären sind aufgebraucht. Habe ich die keinen Weber gerade gesetzt? Doch, Weberei macht die Stoffe, alles richtig. Wir müssen nicht alle aufwerten, wie das wir können. Und wir können uns das locker leisten.
Die Leute, der Laden flutscht hier wirtschaftlich, wir haben keine Probleme. Wir brauchen natürlich noch mehr Kleidung als zuvor. Das heißt, wir sollten hier noch ein bisschen mehr investieren in unsere Klamottenindustrie. Und wir sollten die Lagersachen uns mal überlegen. Denn eigentlich sollte in der Nähe jedes Marktstandes auch sollte eigentlich auch Kleidung sein. In der Theorie, in der Praxis ist das so, die Markthändler, die Märkte funktionieren auch so. Es kann auch so abgekauft werden, wenn dort die Verkäufer nicht vor Ort sind. Und die sind die Kleidung hier hintransportiert zu den. Das machen den Transport erledigen die Markthändler. Insofern kann es das eigentlich gleich sein. Solange die Entfernung so halbwegs passen, ist das okay. Zwei neue Mitarbeiter. Wir wollen nicht noch mehr verkaufen. Oben ist das ganze Geld draufgegangen. Wir gehen wieder in den Handel rein und machen hier mal wieder alles weg. Wir wollen nicht unsere teuren Vorräte ohne Not verkaufen. Wir haben ein dickes Plus. Das war nur mal temporär so. Wir können ein paar Schwerter auf Vorrat schon mal sammeln. Wir haben so viel Geld. Und wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen mehr Klamotten. Marktplätze sind fertig. Sehr schön. Jetzt schickt Evelyn aber auch diese schicken Zelte oben drauf. Gottesdienste, alles okay? Eine Kirche gebaut, das ist die zweite hier oben. Läuft. Komisch, wie wenig Leute im Augenblick da sind. Wahrscheinlich bei dem Regenwetter hat keiner Bock, vor die Tür zu gehen. Ob es Kämpfe im Spiel gibt, fragt der Ultimate. Nein, die finden außerhalb der Karte statt. Wir können Soldaten aufstellen, können die mit Schwertern ausstatten, können Aufträge annehmen. Das geschieht hier in dieser Liste. Wir können Missionen annehmen und dafür dann gut ausgebildete Leute wegschicken. Die kommen dann hoffentlich zurück und wir kassieren Geld dafür, dass wir die verliehen haben, um in fremden Ländern als Söldner Dienst zu tun. Ist eine Einnahmequelle. Oh, wir haben am neuen Markt, müssen wir noch alle Waren einstellen. Danke für den Hinweis. Es läuft hier ja gar nichts. Danke dir. Arbeitsplätze sind hier überall da. Und den anderen Markt, den hatten wir, der hat nur so hübsche neue Dächer drüber gesetzt. Das war alles. Mich irritiert ein bisschen gerade hier, dass wir hier das Brot haben wir gar nicht eingestellt hier. Die Leute brauchen die Gemeinen immer nur zwei Arten von Nahrung. Wir produzieren unfassbar viel. Jetzt gehen die Klamotten mal kurzfristig runter. Hier noch ein bisschen neue Wohngebiete rein. Ob der Platz hier genommen wird, weiß ich nicht. Die erste Aussaat.
Hier entstehen die ersten Häuser. Hat ja doch geklappt, schaut mal. Wird angenommen. Mehrere Häuser entstehen hier. Sehr schön. Arbeitskräfte der neuen Weberei. Die hatten wir ja, die ist noch nicht fertig. Die entsteht ja erst noch. Ein Brunnen. Wo haben wir überall Brunnen im Augenblick stehen? Sind die flächendeckend? Ein Brunnen ist hier vorne. Genau hier. Das ist eigentlich ganz gut. Einen Brunnen hatten wir hier hingestellt. Könnten hier auch noch einen Brunnen oben hinstellen. Hätten wir übers Kreuzmeer gebaut. Wo ist der hier vorne? Einer ist da. Wo hatten wir hier unten einen entdeckt? Hier vorne. Naja, das sind keine Entfernungen. Wir haben ein Vorkommen entdeckt von Gold. Ein letztes Goldvorkommen. Jetzt können wir mit dem Vogt noch einmal uns irgendwas einsammeln. An Gunst, an Einfluss. Auf die Ressource Wasser klicken. Dann würden alle angezeigt werden. Ja, aber wir haben ihn gerade gefunden. So, Leute. Also Kleidung müssen wir nochmal dran schrauben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das hier weiter ausbauen. Gehen hier rein. Wolle ist in rauen Mengen. Noch einmal Stoff, noch einmal Kleidung. Noch eine Weberei. Hier können wir jetzt Leute zuweisen. Und dann noch eine Schneiderei dahinter. Aber wir wollen ja nachher vielleicht die Stadt auch noch eins umgrenzen mit einer hölzernen Mauer. Da würde ich das nicht zu weit nach außen hinbauen. Das sieht irgendwie komisch aus dann. Bauen wir doch nur eine hier hin. Ich hoffe, das wird nicht zu eng hier. Fehlt es immer an Eisen. Wir haben halt nur eine Eisenmine, das ist so. Die neue Weberei hat schon Arbeitsplätze, hat die mittlerweile bekommen. Jetzt entstehen die neuen Häuser, sehr schmuck. Leider kein Rabattcode für das Spiel Mixed Water. Das läuft nur auf Steam, GOG, GOG, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch. Leider nicht bei Games Planet. Ob wir mehr Schafe brauchen, weiß ich nicht. Also bislang noch nicht. Wir können ja die Wolle im Auge behalten. Wenn die weniger werden, sagt ihr mir Bescheid und ich sorge für eine weitere Schäferei. Alle Leute haben einen Job im Augenblick. So. Beim nächsten Stufenaufstieg machen wir einen, legen wir eine Etage drauf und holen uns die neue Bevölkerungsgruppe. Die Taverne brauchen wir dann, glaube ich, erst. Tante Mimi, ich glaube, die kostbaren Dinge, die werden erst ab der nächsten Bevölkerungsgruppe gebaut, oder? Wir könnten die schon mal errichten. Kostet dann Geld, dann haben wir die schon mal gebaut. Das könnten wir machen. Taverne war unter... Ja, wie das denn dir schreibt, auch brauchen wir ab der nächsten Stufe. Wir können sie schon mal einplanen.
ist die denn? Doch wahrscheinlich bei Essen und Trinken. Bei der Logistik? Tatsächlich, Taverne gehört zur Logistik. Das ist ja witzig. Oh, das sieht ja schnieke aus. Also die wäre ganz zentral gelegen. Mal schauen, wie war der? Ein Ort für die Oberschicht, um ausgefallene Speisen und Getränke zu genießen. Wir bauen die im Augenblick nur, also wir planen die, aber wir beauftragen den Bau noch nicht. Ein rustikales Hauptgebäude, Raumgröße 10. Diverse Holzerweiterungen, Stallungen. Ach, das könnte knapp werden hier. Wir versuchen mal, ob es geht. Könnte sein, dass es zu knapp ist. Aber es ist der bestgelegene Platz hier. Mal schauen, wie hübsch das wird. Eine Tür brauchen wir auf jeden Fall auch. Fassungsvermögen 10 Leute. Ja, dann brauchen wir neue Lebensmittel, genau. Deshalb ist das erstmal nur Planung hier für uns. Das sind nur Zierelemente, das hat alles Zeit. Holzerweiterung, noch mehr Raumgröße, da geht es in Größe 8. Wenn wir die höher machen, gibt es glaube ich nur mehr Prunk. Aber nicht mehr Raumgröße, doch Raumgröße steigt auf. Aber wenn die zu. Das ist zu alles absurd hier. Und in Tavernen, die fast so groß ist wie unser Herrenhaus. Nee, das machen wir nicht. So, dann haben wir ein bisschen Raumgröße mehr, das geht. Fibo, das ist lieb, danke dir. Alcabone, danke fürs 8. Abo hier. Holzerweiterung, Hütten. Raumgröße 8 gibt das hier. Hatte aber keine Fenster, ne? Und auch ganz unten. Ah. Können wir auch als Nebengebäude hinten ransetzen. Ich frage mich nur, welchen Sinn das machen würde. Wir können auch zwei Hauptgebäude nebeneinander setzen. Die haben Raumgröße 10, die haben 8. Wir könnten ein Doppelgebäude machen. Hätten wir auch mehr Fenster. Entweder so, nebeneinander. Könnten das auch ineinander schieben. Was haltet ihr davon? Ich hoffe, das kann man gut sehen. Schaut mal. Hier geht's durchs Fenster doof, das sieht doof aus. Ja, das passt. Schaut euch auch die Fenster an, so kann man es machen. Hat eine Fassungsgröße von 20, hier liegen sich zwei Fenster über Eck nebeneinander. Die Dächer sieht auch halbwegs harmonisch aus. Ein goldiger Mond freut sich. Ich finde, das sieht richtig hübsch aus. Damit planen wir erstmal. Wir bauen das noch nicht. Wir können auch noch Anbau. Steinhallen. Raumgröße 8. Raumgröße 8. Das bleibt erstmal als Planung in der Mitte stehen. Da haben wir neue Gebäude errichtet.
Da müssen Arbeitsplätze rein. Ein Weber erstmal nur. Und einen hatten wir hier gebaut. Da fehlt auch noch ein Schneider. Dann schmeißen ein paar der Träger raus. Und jetzt habe ich doch das Micromanagement Light und packe alles mal in einen gemeinsamen Raum, in eine gemeinsame Zone hier rein, mit der Aufrüstung, mit der Aufforstung und mit dem Abholzen. Hier lassen wir ein bisschen was am Rand stehen, weil hübsch. Viele Leute freuen sich, na endlich. Ich persönlich fand es eigentlich hübsch, dass man immer nur versucht hat, dass die kleinen Bäume, dass wir darauf geachtet haben, dass die kleinen Bäume erstmal groß wurden, obwohl ich keine Ahnung hatte die ganze Zeit, ob das spielerisch überhaupt notwendig ist. Gestehe ich gerne ein. Fand ich aber irgendwie zwingend. Da müssen wir noch für ein paar Mitarbeiter hier sorgen. Vier Träger hier. Hier packen wir mal einen raus. Oder hier oben haben wir wahrscheinlich zu viele. Ja. Einer hier weg. Einer hier neu dazu. Auch noch eine frische Arbeitskraft irgendwo. Für das Gebäude hier vorne.